Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier, gerade von Kyrie, auf diesem Marsch für so 2.6. Ja, unser Abfahrer für Sonnenblumen steht, weil zwei Fahrzeuge blockieren. Man muss überlegen, ob das Sinn macht, hier irgendwas zu ändern im Kursplay. Also muss man irgendwann mal was einfallen lassen. Einen hatte ich gar nicht eingestellt gehabt. Der sollte auch gar nicht fahren. Also im Großen und Ganzen habe ich einfach vertauscht. So, der ist voll. Den werden wir einfach mal beiseite fahren. Wo er nicht stört. So. Hoffen wir mal hier noch, ne? Da. So, und den zweiten. Ja. Aus. Ah, ist vorbeigefahren, okay. Ja, den können wir auch mal gleich entlassen, weil ist einfach voll. Ist also bei Stufe 1 dauert das ein bisschen länger, ne? Gut, wenn einer vorbeikommt, dann passt das. Der fährt jetzt zur Raffinerie, da fahren wir gleich mit. Mal gucken, wie er da eigentlich müsste er klarkommen. Und Sonnenblumen. Ich weiß nicht, ob Sonnenblumen mehr bringt oder Raps. Von der Öl. Also für Diesel zum Beispiel. Das weiß ich nicht. Lass mich überraschen. Das werde ich auch so nicht feststellen, glaube ich. Ist ja auch nebensächlich, weil wir wollen ja was herstellen. Tja, ich wünsche mal allen nochmal ein dickes Dankeschön für alle, die reingeschaut haben bis jetzt. Und ja, vor allen Dingen, ne, die jetzt alle mal kommentiert haben. Und auch mal Daumen hoch gelassen haben. Freut mich drüber. Ein bisschen Ansporn, aber nicht mehr zu machen. Ne, ganz normal weitermachen. Den Spielfluss halt so, wie ich das halt mache. Anpassungsfähig, der Umstände entsprechend. Ne? Das scheint zu funktionieren. Jo. Mal gucken, ob wir hier viel Kompass drin haben. Dann hört die Produktion auf, ne? Das ist schlecht. Dann muss ich mir bald was einfallen lassen mit Kompass, wo das ist unter Klasse. Diesel ist gut. Da haben wir jetzt reichlich. Der Diesel geht ja erstmal Richtung Sand- und Kieswerk. Für mehr hätte ich jetzt aktuell keinen Bedarf. Und ich könnte ja eine Ladung auch verkaufen an den globalen Markt bei Gelegenheit. Dann muss ich gucken. Die Aussaat läuft auch. Mal gucken, mal Wasser. Sieht gut aus. Müssen wir nicht starten. Ja, Zementproduktion, das ist ja eine gute Geldquelle, kann man sagen, wenn es läuft, ne? Das läuft auf jeden Fall. Wasser ist voll, das stimmt. Da können wir jetzt beruhigt laufen lassen. Müssen wir nicht starten, den Fahrer. Gut. Aber Fahrzeuge, ich habe da keinen mehr gesehen. Gut, er wartet halt, ne? Weil ja, die Kurse sind, naja, ich hab's hier irgendwie wieder schon hinkommen, ne? Zurück zum, ne? Ja, hier habe ich hier selber eingefahren wegen Wasser befüllen. Natürlich jetzt ein bisschen ungünstig, ne? Wenn er so stehen bleibt, dann oder sie müssen wir kurz eingreifen. Die Kurse noch ändern, sonst auch nichts. Dann am Dach muss er vorbei, ne?
Schon mal überlegt, bei Rüben werde ich mir die Hänger verkleinern. Von der Höhe her. Weil die würden beim Probleme machen beim Abfahren, ne? Müsste auch normal jetzt passen normalerweise. Ja. Weiß gar nicht, wieso das vorhin so blöd gemacht hat. So, okay. Die anderen beiden, da fährt der, fährt da. Läuft. Das läuft. So, gut. Dann muss ich hier vorbereiten. Obwohl, hier kommt ein Dings rein. Ich muss gepflügt werden. Nach Hopfen muss sicherlich gepflügt werden, soweit ich weiß. Ja, das heißt, hier müssen wir was vorbereiten. Und zwar gehen wir zum Hof, gucken wir mal, da Fahrzeuge ran. Traktorenmäßig, ne? Brauchen ja mindestens da zwei Flüge. Für diese Feldgröße sind diese normalen Flüge, okay, ich glaube 5 Meter oder 6, keine Ahnung. Dazu brauchen wir jetzt Traktoren, und zwar Grunde, mal gucken, da Traktoren haben, die jetzt das können, ne? Der könnte auf jeden Fall. Aber den wollte ich ja voll machen für Saatgut Richtung. Oh. Da schon. Befällt nur 44, falls da mal die Meldung kommt. Ich bin leer. Dünger ist 34%. Ja, das wird auch bald kommen, die Meldung. Deswegen hatte ich auch nur einen Anhänger verkauft. Mit Dünger. Wäre ja jetzt Blödsinn, wenn wir da verkaufen würden und dann selber nichts hätten, ne? Saatgut braucht anscheinend nicht so viel. Aber halt Dünger, ne? Und hier sind halt für Sämaschine drei Ladungen drin. So. Gut. Richtung Feld 44, da kann man selber. Ich werde wahrscheinlich die Fahrzeuge dafür kaufen, weil wir haben überall stehen, möchte ich groß nicht ändern. Machen wir C. Könnte man diese Kurse ausmachen. Muss ja nicht sein, ne? Muss ich überlegen, ich fahre am besten. Um zu Feld 44 zu kommen. Das ist ja ganz weit weg. Wir fahren am besten hier lang, wir sind beim Vierer vorbei und zur großen Kreuzung. Ja, wird man so machen. Zeit? 8 Minuten. Ja, 9. Das passt. Ah, ich möchte immer versuchen, die Folgenlänge so zu gestalten, dass es nicht zu kurz ist und nicht so lang. Denn ist ja dann auch irgendwann langweilig, ne? Oder für einen vielleicht nicht, aber für anderen schon. Ups. Na, es geht auch hauptsächlich um den Algorithmus. Vielleicht habe ich öfter mal erzählt, aber Algorithmus heißt für mich. Ja. Wie oft werde ich vorgeschlagen, wie häufig. Und je häufiger ich vorgeschlagen werde, umso ja, höher ist die Klickrate letztendlich. Ne? Und das ist, darum geht es ja dabei. Der Kanal soll wachsen, ohne Ende, wenn es geht. Ne? Und dazu
bin ich leider angewiesen auf YouTube. Je mehr sie mir vorschlagen, umso besser ist es. So, nehmen wir nächste Kreuzung. Da fahren wir wieder runter. Ja, Wiese können wir auch bald beten, ne? Aber Heu. Heu nicht mehr. Na, muss er entladen werden, dass er länger steht, ist ungünstig. Muss ich schauen. Hopfen. Blocking. Ah, was faul. Also Abfahrer wieder im Kram oder im Wasser. So, der ist noch nicht fertig. Weizen, Dünger 24%. Da oben fährt er. Der Kollege. Ich kann schon mal rauffahren. So schnell. Das Nachgewende in dem Fall macht er so schnell nicht. So. Denn hier muss gepflügt werden und später muss hier auch da auch gepflügt werden. Wo sind die? Wo sind die Brüder? Die Abfahrer. Ich habe gekalkt, glaube ich, oder gedüngt. Klappt hier die Abfahrt? Hier klappt die Abfahrt. Da muss auch gepflügt werden. Oh. Hier vorne steht was. Oh. Da muss was ändern. Am Kurs, das ist jetzt ungünstig. Weiß gar nicht, wieso da lang fährt. Dann muss ich hier Verbund mal einen Punkt verbinden und den auf den, dann kann er da bei Bedarf darüber fahren. Anscheinend tut sich schwer, da vorbeizukommen. So, jetzt mal die entscheidende Frage, kommt dann auch rein? Oder fährt er eine Ehrenrunde? So ist die Maus. So, okay, 2 ist auch ja, halbes hergefahren, ne? So sagen. Dünger. Kalk. Müssen wir runterfahren. Milch, Wasser? Ne, Wasser auch nicht fahren. Der nächste wartet. Habe ich nie eingestellt? Ja. Muss gepflügt werden. pH-Wert gut, Stickstoff bei 60 Kilogramm. Jetzt ist hoch Getreide. Jo. Da kommt er nicht rum. Lass ihn mal mitnehmen für ein Stückchen. Und der fährt so. Das ist mir schleierhaft, wie das funktioniert. Mit Vollgas, ne? Und der ist da nicht in der Lage gewesen, da rumzufahren. Ach, das verstehe ich nicht. Kommen sie hier nie rum. Deswegen habe ich ja. Ich kann verstehen, dass er da rumfahren will, ne? Aber. Deswegen habe ich ja hier. Ja, gut, dann muss man den Kurs wegnehmen. Na gut, dann mal ein bisschen gucken. Dann wäre vielleicht das andere Lagerfahren besser gewesen. So. Warum ist der jetzt an und wartet? Aua, aua, aua. Also fährt weiter. Okay.
hat er abgekippt. Er oder sie. Wir haben eine Gleichberechtigung. Wir dürfen alle fahren. Na, vielmehr, ich kann es nicht beeinflussen. Aber das will ich gar nicht. Das ist so okay. Ich sag mal, jeder wird seinen Mann und seine Frau meistern hier. Wie schön sagt. Ich könnte den anderen Wasserfahrer nehmen und Brauerei, ne? Aber die würden. Das ist schlecht. Na, kommst du rum? Da klappt das wahrscheinlich. Wasser wäre jetzt ungünstig hier, wenn wir das machen würden. Ich wollte mal was machen für die für den Rundflug. Und zwar für. Ja, das muss ich extra machen. Sonst weiß ich, wo ich das machen soll. Und ich wollte hier mal einfach mal so so rund machen wir mein Intro, aber nicht von dem Arsch, nicht von der Stelle jetzt, ja. So, der ist bei läuft. Alter. Halt mal kurz an. Einklappen. N. Er braucht Dünger. Ist leider so. Oh. Ausklappen mit O. Ja. Runde brauchen wir immer wieder fleißig und viel Regen, ne? Wie sieht die Werte aus? Bei 96, fast 100%. 9% bleiben eindrücken. Gut, den haben wir gleich eingewählt. Passt. Das ist ein ganz guter Überladewagen. Ne? Perfekt dafür. Zwei Sachen vor allen Dingen. Wenn wir beides brauchen, im Normalfall. Wenn der Verbrauch entsprechend höher ist. Ne? So haben wir halt Dünger dabei. Und Mopolz auch Saatgut. Hier ist er noch so: Saatgut. Saatgut ist egal was. Ja, bei Kettle und Kopf ist das anders. Also, da muss spezielles Saatgut mal kaufen, beziehungsweise richtig einlagern, ne? Sonst wird nichts. Vielleicht kommt das hier auch noch irgendwann mal einen neuen LS. Einige Karten haben es mal gehabt, einen 17er. Da muss man mal zurückfahren und ausleeren und wieder einkippen. Gaben des Kaukasus war das ein 17er. Ob jetzt ein 19er auch gibt, weiß ich nicht. Da war es schon so gewesen, man durfte da nicht so einfach Bäume fällen, man musste eine Lizenz erwerben. Abfahrer einstellen. Sonst hieß es Geldstrafe zahlen. Gut, das läuft. Erstmal, wie lange brauchen wir noch? 30 Minuten.
Naja, schauen wir heute. Oh, das ist Zeit. Entschuldigung, aber das soll es auch schon für heute gewesen sein. Auch wieder mal. Dann seid mal tschüss. Und tschau. Und ein dickes Danke für den fleißig Reinschauen. Und fleißig abonnieren, also liken. Ja, abonnieren übrigens. Ne, ne. Zwei weitere Abonnenten zu bekommen. Dankeschön auch dafür. Natürlich darf jeder andere auch mal abonnieren. Ich sehe ja laut Statistik, dass viele reinschauen. Wie lange? Natürlich nicht. Kann man nicht sagen, wer wie lange guckt. Ist auch egal. Wichtig ist, dass überhaupt was geguckt wird. Ja, dann sagt mal tschüss und ciao. Tja, morgen geht's hier weiter. Hier, der Marsch, wieder arbeiten. Ne? Einfach so. Tschüss.